Auf was wartest du? Darf ich dir eine provozierende Frage stellen? Bist du bereits geheilt? Oder heilt Gott dich irgendwann noch? Bist du bereits gesegnet? Oder segnet dich Gott irgendwann? Bist du versorgt? Oder versorgt er dich irgendwann? Tritt irgendwann das ein, dass Gott es tut und du musst drauf warten? Oder ist es bereits passiert? Mit der Frage haben wir uns jetzt auseinandergesetzt, dass das Kreuz Fakten geschafft hat, ein Erbe geschafft hat, das für uns gültig ist und wir nicht drum bitteln und betteln müssen. Ich würde gerne noch mal kurz auf den Bund eingehen, weil ich das für wichtig halte. Wir sehen diesen Bund in der Geschichte des verlorenen Sohnes. Da geht ja der Vater raus zum älteren Sohn und der da draußen steht und auch so ein bisschen rebellisch und bockig reagiert und sagt, nie gibst du mir was zum Feiern, ich habe kein Böckchen gekriegt und dem gibst du alles, dem jüngeren Sohn. Und der Vater dann eine ganz krasse Aussage macht und diese Aussage kommt aus dem Bundesversprechen raus. Und die Juden damals zur Zeit Jesu haben sofort verstanden, der redet von einem Bund, der redet nicht von irgendwas, so sei doch wieder gut mit mir rum, komm rein, sondern der redet von einem Bund. Und der Vater sagt dann zu dem älteren Sohn, aber mein Sohn, du weißt doch, alles, was mein ist, ist auch dein. Und damit macht er eine Aussage, wo er sagt, hey, das ist Teil des Bundesversprechen, das aussagt, alles, was mir gehört, gehört zu 100% dir. Dein Platz wäre innerhalb meinem Haus und nicht hier draußen auf dem Acker, wo du arbeitest für und leistest für Anerkennung, sondern dein Platz wäre bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Lass uns das noch mal ein bisschen näher angucken, das Bundesversprechen. Bei den Juden war das nämlich so, dass ein Bund gemacht wurde zwischen zwei Personen, auch zwischen dem Volk Israel und Gott, und aber auch zwischen verschiedenen Personen. Und es wurde folgendermaßen gemacht. Ein Opfertier wurde geteilt in der Mitte und die zwei Körperhälften wurden nach rechts und links hingelegt, sodass ein Weg in der Mitte Platz war. Und dann wurde das Opfer sozusagen angezündet und die zwei Bundespartner sind zwischen den brennenden Opfern durch diesen Weg durchgegangen und haben sich versprochen, bei meinem Leben werde ich dies und jenes einhalten. Bei meinem Leben verspreche ich. Und das war richtig ein Versprechen, das nur durch den Tod des einen oder anderen aufgelöst werden konnte. Also nur wenn jemand gestorben ist, wurde der Bund hinfällig. Und der Bund hat noch beinhaltet, dass, und das ist typisch für das hebräische Verständnis, dass alles, was mir gehört, gehört dir. Das war Teil des Bundesversprechens. Heißt, wenn einer 2 Millionen hatte auf seinem Konto und der andere hatte 500.000 Schulden, dann hatten sie miteinander Teil des Bundesversprechens 500.000, die ihnen zusammengehören. Das musst du dir vorstellen. Jetzt macht Jesus und der Vater genauso einen Bund und schließen uns als Erbe über Christus damit ein. Das heißt, alles, was am Sohn gehört, gehört am Vater. Alles, was am Vater gehört, gehört dem Sohn. Und wir sind Teil dieses Erbes. Wir sind eingebunden mit Christus in diesen Bund. Das ist ein extrem großes Versprechen, ein sehr radikales Versprechen. Alles, was ihm gehört, gehört mir. Du musst dir mal vorstellen, was für eine schöpferische Kraft da drin liegt. Und jetzt kannst du eigentlich nicht mehr sagen, bin ich schon geheilt oder werde ich das noch irgendwie? Steht Gott vielleicht zu seinem Bund? Nein, Gott hat den Bund besiegelt und bei seinem Leben muss er dazu stehen. Wenn er nicht dazu stehen würde, müsste Gott sterben oder er wäre zum Tode verurteilt. Das geht natürlich gar nicht. Logisch. Aber genau das ist der Bund. Gott schwört und Christus schwört bei seinem Leben. Und die Tatsachen des Kreuzes, das, was herauskommt, das Ergebnis des Kreuzes, sind sozusagen die Segnungen, die Teil des Bundes sind. Heilung, Befreiung, Versorgung, Wiederherstellung, all diese Dinge und du darfst die für dich in Anspruch nehmen. Ich würde gern was vorbeten, wo du zu Hause nachbeten kannst, wenn du das anguckst. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mit dem Vater einen Bund geschlossen hast. Und ich danke dir, dass ich Anteilnehmer, Erbe dieses Bundes bin durch dich. Dass ich alles bekommen habe. Du hast mir nichts vorenthalten. Du versprichst sogar und der Vater verspricht bei seinem Leben, dass ich Anteilnehmer dieses Erbes bin.
Ich danke dir dafür und ich will alles in Anspruch nehmen. Ich will nichts auslassen und ich will mich auch nicht mehr so verhalten, als wäre ich nicht Erbe des Bundes. Ich will nicht mehr warten auf eine Verheißung oder auf ein Versprechen, das vielleicht irgendwann kommt, sondern ich nehme das jetzt für mich in Anspruch. Es gehört mir. Alles, was dir gehört, gehört mir. Und umgedreht, alles, was ich bin und was mir gehört, gehört dir. Ich bin Teil des Bundes. Amen.